Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 8.4.2022 und unser DAX braucht mal ein bisschen Unterstützung von unserem Mbit aus dem Chat. Eine kleine Anspielung mit dem Fahrzeug, ich hoffe, ihr versteht's. Der hat in letzter Zeit immer versucht, die Kerzen ein bisschen anzuzünden von unten, dass sie ein bisschen mehr nach oben springen. Wenn wir unseren DAX so anschauen, hat er das nämlich langsam mal nötig, dass ihr ein bisschen Schub unten drunter kriegt. Der hat nämlich eigentlich das ganz gut verteidigt, sein Tief, und hat vor allen Dingen eben auch den Gap Close ausgelassen. Und das macht's, finde ich, schon ein bisschen interessant. Sollte der jetzt hier, Entschuldigung, sollte der nämlich jetzt hier weiter oben rausdrücken. Er hat ja schon die 300 gesehen. Wir wollten gerne die 340 bis 360 aber haben. Die haben wir nicht bekommen. Und er hat sich von dort dann relativ zügig wieder nach unten, hat aber wie gesagt das gut verteidigt und ein höheres Tief gestellt. Sollte sich jetzt gut behaupten und über der 200 in den Freitag hier reinkommen und oder die 200 vielleicht auch schnell wieder verteidigen, kann ich mir schon vorstellen, dass er nochmal die 340, 360 eben dann auch in Angriff nimmt, ne? Dass er das nochmal probiert. Und wenn er sich dort gut anstellt, dann ist dann auch mehr drin. Aber es ist eben einfach eine wichtige Hürde einfach, die bleibt es auch. Das heißt, drehen wir uns bei 340, 360 dann genauso wieder runter, wie er das jetzt hier bei der 300 schon getan hat, dann ist er entsprechend das auch als Umkehrsignal zu werten und dann geht es nochmal eine Etage tiefer und dann wahrscheinlich auch nicht bloß bis zu diesem Gap bloß, sondern wirklich dann auch einen ganzen Rattenschwanz gleich hinterher. Und dann denkt dran, wir haben hier unten bei 13.500 rum noch ein offenes Gap. Wir haben bei 13.15 noch ein offenes Gap. Also hier unten hört die Welt nicht auf. Sollte der DAX also anfangen, hier tiefere Tiefs zu bauen, tiefere Tiefs zum Freitag, als zum Beispiel am Donnerstag, als auch am Mittwoch, sind das entsprechend Verkaufssignale dann einfach halt, ne? Und dann kann der Markt hier entsprechend weiter nach unten abrauchen. Das wäre dann zunächst, finde ich interessant, die 13.990 und sollte dann auch der Bereich 13.990 bis 13.960 fallen. Rechne ich auch damit, dass wir in den 800er Bereich durchstoßen, vielleicht auch sogar gleich durchlaufen. Wir sind die 13.700 raus. Das wäre so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Auf der Unterseite, wenn er sich schwach präsentiert, zeigt er sich aber stark, gucke ich mir erstmal noch die 340, 360 an und ich sag mal, es bleibt dabei, ne? Haben wir gestern schon gesagt, die Bewegung sieht fertig aus. Er hat jetzt schon ein neues Tief vermeiden können. Wenn er sich jetzt zum Freitag auch noch oben rausstellt, also ich glaube, dann hat er Montag wirklich auch Potenzial hier mal richtig zu stänkern und nochmal gut was nach oben wegzustellen. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie er sich zum Freitag schlägt und das vorlegt, vor allen Dingen auch für den Montag. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Freitag und der Montag hier recht eng zusammenspielen und sich dann auch wirklich die Klinke in die Hand geben, ja. Das heißt, sehen wir unseren DAX oberhalb von 14.200 rein, aber eigentlich so, wie wir das gestern gesagt haben, würde ich nochmal denken, dass wir in die 340, 360 reinkommen können. Die haben wir ja zum Donnerstag nur ein bisschen außen vor gelassen. Und ja, die Tiefs sollten nicht kippen. Die Tiefs vom Donnerstag und vom Mittwoch sollten nicht nach unten gebrochen werden. Ansonsten sind das Verkaufssignale Richtung 13,99 und dann eben auch ganze Etage tiefer. Jetzt bin ich schon durch. Das gibt's ja nicht. 3 Minuten. Mensch. Da hat der Emmett mit seinem Feuerzeug nicht nur mich angebrannt, nicht nur den DAX angebrannt, sondern auch mich. Nee, ist nichts mehr. Wir sind durch. That's it. Tatsache, das gab's noch nie, oder? Na gut, brauchen wir nicht länger drum rumquatschen. Wir sehen hier noch eine Stabilisierung auf der alten Trendlinie, aber erstmal egal. Wichtig wäre, dass sie hier wieder in die Formation zurückkommt, ne, in diese Verkeilung. Brauchen wir nicht länger drum rumquatschen. Ist so, alles gesagt. Es ist alles gesagt. Wichtig hier, Tiefs, Punkt, aus, fertig, machen wir zu. Also, wünsche euch einen schönen Freitag, viel Erfolg und wer mich nicht nochmal hört, dann eben auch ein schönes Wochenende schon mal. Bis dann, tschüss.